Frau Skudelny, wir haben im Thema Kinderlärm gerade ein neues Gesetz verabschiedet. Was wurde da genau beschlossen? Wir haben die Erfolgschancen von Klagen gegen Kinderlärm, was Kindertageseinrichtungen, Kindergärten, Spielplätze und Ähnliches betrifft, deutlich reduziert, sodass diese Anlagen einfach eine Privilegierung innerhalb der Gesellschaft erfahren. Gibt es da derzeit Probleme? Es gibt immer wieder Klagen, die in der Regel abgewiesen worden sind. Wir hatten nur die Befürchtung, dass angesichts des demografischen Wandels und der Verdichtung in den Städten es dort zu einer Bewusstseinsveränderung kommen kann. Das heißt, dass künftig vielleicht solche Klagen durchgehen. Und deswegen wollten wir eine Problemlage vorgreifen, die im Moment in der Schärfe noch nicht besteht. Aber es liegen Klagen vor und die Klagen werden auch durchaus kontrovers verbeschieden. Sie sind in der FDP-Bundestagsfraktion für dieses Thema zuständig. Wo sehen Sie die Punkte, wie das fortentwickelt werden muss? Oder ist das jetzt mit dem heutigen Gesetz abgeschlossen? Die Privilegierung für Kinder sind durchaus weitreichend und im Moment ausreichend. Wo wir noch deutliche Schwachstellen haben, sind im Bereich des Jugendlärms. Das heißt beispielsweise Skateanlagen oder Bolzplätze oder aber auch Jugendherbergen und ähnliche Einrichtungen. Dort müssen wir gucken, wie wir eine gesellschaftliche Akzeptanz treffen und vielleicht deren Situation verbessert. Im Moment ist es so, dass beispielsweise bei Bolzplätzen diese immer mehr anstatt Ränder gedrängt werden. Das heißt, die Jugendlichen immer weniger Platz innerhalb unserer Gesellschaft finden. Herzlichen Dank.